Bleiben wir beim Verfassungsgericht. Sie haben angesprochen, Karlsruhe sei etwas mutiger. Die haben tatsächlich einen Teil des Verfahrens, die sogenannten OMTs, die Draghi einsetzt, um die Krise zu bekämpfen, an den EuGH als Vorlage geschickt. Was erwarten Sie sich für ein Ergebnis vom EuGH? Kein großes. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das Bundesverfassungsgericht nicht von sich aus gesagt hat, dass diese OMT-Politik des Mario Draghi nicht akzeptabel ist. Was ist OMT? OMT ist ein Programm der Europäischen Zentralbank, mit dem sie als Signal an die Finanzmärkte angekündigt haben, dass sie unbegrenzt, man muss sich das einmal vorstellen, unbegrenzt Staatsanleihen von Pleitestaaten aufkaufen wollen. Damit haben die sozusagen eine Haftungsgarantie. Diese Haftungsgarantie ist aber nur so lange schlagen, solange Deutschland dabei ist. Wenn also das deutsche Bundesverfassungsgericht von sich aus gesagt hätte, hier gehören wir nicht dazu, das ist für uns nicht akzeptabel, mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, weil der Deutsche Bundestag damit de facto seine Budgethoheit verliert, dann wäre das ganze OMT-Programm schon gekippt. Ich erwarte mir nicht, dass diesen Mut stattdessen der Luxemburger Gerichtshof aufbringt. Das glaube ich nicht, sondern das hätte in Wirklichkeit das deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu entscheiden. Und ich hoffe nach wie vor, dass die Richter dann letztlich diesen Rest an Mut zusammenkratzen und das auch tatsächlich so entscheiden. Karlsruhe hat sich ja bereits vorbehalten, anders zu entscheiden oder nicht in dem Sinne zu entscheiden, wie Luxemburg das vorgibt. Das ja, ich, wie gesagt, ich möchte mich nicht einmischen und es liegt mir fern, dem Verfassungsgericht in Karlsruhe Ratschläge zu geben. Aber meine Hoffnung ist trotzdem, richtet sich trotzdem an den Gerichtshof, hier auf die Bremse zu steigen. Denn ein unbegrenztes Anleihenaufkaufen von Staatsanleihen von Pleitestaaten ist schlicht und einfach der Beginn einer großen Megapleite und eines riesigen Platzens einer Finanzblase, welche dann von den Bürgern nicht mehr zu bezahlen sein wird. Bleiben wir bei den Banken. Die Bankenunion ist beschlossene Sache. Was wird sie verändern in der europäischen Bankenlandschaft? Ich glaube noch gar nichts. Denn die Bankenunion, die ja in Wirklichkeit zum Ziel hat, bei einer Bankenpleite eine rasche Abwicklung zu ermöglichen, was ja vernünftig wäre, und die Sparer und Steuerzahler zu schützen, was auch vernünftig wäre, ist so lange wirkungslos, solange die Banken Erpressungsmaterial haben. Und das Erpressungsmaterial sind die Einlagen der Sparer. Das heißt, in dem Moment, wo die Kleinanleger und die Sparer zum Hankus kommen, wird immer die Bank in der Lage sein, damit den Staat und die Politik erpressen zu können. Diese sogenannte Bankenunion funktioniert erst dann wirklich, wenn man wieder das Trennbankensystem einführt. Das heißt, dass Geschäftsbanken, wo die Einlagen der Sparer drinnen sind, wo die Kleinanleger sich engagieren können, und die großen Spekulationsbanken, dass man das teilt und große Banken auch tatsächlich zerschlägt, sodass also nicht das Erpressungsmanöver laufen kann nach der Methode, zu groß, um pleite gehen zu können. Ja, so quasi, wenn wir pleite gehen, dann kommt der ganze Staat in Schieflage. Das heißt, hier müsste der Mut bestehen, durch das Trennbankensystem und durch sozusagen durch das Verbot von Bankenkonzentrationen den Sektor so zu halten, so unter Kontrolle zu halten, dass er nicht mehr in der Lage ist, ganze Staaten zu erpressen. Und man sieht ja, wohin das führt im Zusammenhang mit der Hypoalpe-Adria-Krise, wenn eine Bank in Schieflage kommt und dann falsche Entscheidungen getroffen werden. Am Schluss zahlt dann immer der Steuerzahler drauf. Wäre es aber in dem konkreten Fall Hypoalpe-Adria nicht die bayerische Landesregierung, die hier oder die Bayerische Landesbank eben, die hier mithaften müsste? Also mein Vorwurf richtet sich an den damaligen österreichischen Finanzminister Josef Bröll und an den damaligen österreichischen Finanzstaatssekretär, den nunmehrigen Klubobmann der SPÖ, Andreas Schieder. Vollkommen unnötig hat man aus einer deutschen Bankproblematik, Bayerische Landesbank war ja damals Eigentümer der Hypoalpe Adria, eine österreichische Bankproblematik gemacht, durch diese sogenannte Notverstaatlichung, die nie notwendig war. Man hat damals mit der meiner Ansicht nach unrichtigen Begründung, dass sonst Kärnten pleite geht, hat man unnötigerweise die gesamte Bank übernommen und damit aus einer deutschen Bankproblematik eine alleinige österreichische Bankproblematik gemacht. Und meine Forderung war daher immer, und ich möchte das wirklich in aller Deutlichkeit sagen, das kann jeder nachvollziehen, der meine Parlamentsreden vom Jahr 2009, als diese Problematik entstanden ist, bis zu meinem Ausscheiden aus dem Nationalrat im Dezember 2011, kann jeder nachprüfen, alle meine Reden, die ich zu diesem Thema gehalten habe. Ich habe immer verlangt, die Bank pleite gehen zu lassen.
Man kann sich dann am Schluss anschauen, wen man noch auffängt und wen man nicht auffängt. Aber dass wir deutsche und bayerische Interessen auffangen müssen, das wäre mir im Traum nicht in den Sinn gekommen. Und es stellt sich ja heute heraus, dass selbst die Bayern nicht geglaubt haben, dass wir Österreicher so dumm sind und ihnen die Bank abnehmen. Das zeigt sich jetzt aus den Gerichtsakten der Prozesse, die in München laufen. Da tauchen auf einmal interne Aktenvermerke und Korrespondenzen auf, wo die Bayern klipp und klar sagen, sie glauben gar nicht, dass wir Österreicher das übernehmen werden. Und jetzt stellt sich heraus, dass wir das getan haben. Die Bayern konnten sich vor Glück kaum am eigenen Kragen fassen. Und da frage ich mich, was da wirklich im Hintergrund abgelaufen ist. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass diese Untersuchungskommission unter der Leitung von der Frau Dr. Gries doch noch das eine oder andere ins Tageslicht bringen wird.